Firma Letech, ist das richtig ausgesprochen? Genau, Letech, ja. Letech, kommt von Lennarts Technik. Ja, okay. Lennarts ist die Gründerfamilie. Ja. Und wir haben sehr viel Zubehör für den Grenadier bereits entwickelt. Ja. Mhm. Wir haben sehr früh damit angefangen und zum Beispiel hier unsere Schubladenbox bietet jetzt eben zwei abschließbare Schubladenauszüge. Genau. Vorteil ist halt, man kann trotz Gepäck kommt man an das Zeug, was man hinten dran hat, ja, mhm. Für die Seile, für die Winde zum Beispiel. Ja. Ist das Aluminium oder das Stahl? Das ist Stahlblech, ja. Und wir haben eben, wenn man die Rückbank vom Grenadier umlegt, hat man eine ebene Fläche. Okay. Das heißt, man kann jetzt, wenn man drin schlafen möchte, eben sich reinlegen und hat eine ebene, durchgehende Fläche. Aber jetzt generell eher für Gewerbe gedacht, jetzt die Auszüge oder? Nicht nur. Auch schon Richtung Camping. Ja gut, Gewerbe. Wir haben viele Jäger auch in der Kundschaft, ja. Mhm. Die wollen einen Platz für ihre Munition. Ja. Was auch noch kommen wird, ist eine Dachbox bei uns. Das heißt, man kann sich hier im Dachhimmel verstaut und kann die dann so runterklappen. Und da wäre auch Platz fürs Gewehr zum Beispiel. Okay. Ja, da kann man das getrennt lagern, Munition und Gewehr. Ja. Was wir auch haben, wenn wir die Klappe wieder zumachen, wir haben eine andere Heckleiter als die Originale. Und unsere Heckleiter bietet noch Platz für einen Kanister. Genau. Und wir haben hier eine spezielle Anti-Rutsch-Beschichtung noch. Ja, stimmt. Ja. Genau, Power. Ja. Dann hier hinten sieht man unsere Zusatzleuchten. Mhm. Wir arbeiten mit der Firma Stranz zusammen. Ja. Okay. Die kann man auch koppeln, zum Beispiel mit dem Blinklicht, ja, oder wenn man den Rückwärtsgang einlegt als Rückfahrscheinwerfer. Oder eben mit dem Zusatzschalter im Dachhimmel kann man die auch manuell. Das heißt, dann die haben dann noch Straßenzulassung, oder? Ja, die sind an unserem Dachgepäckträger befestigt. Mhm. Wir haben hier eine kurze Version entwickelt. Das heißt, die hört hier auf. Ja, und wenn man, es gibt optional oder serienmäßig bei verschiedenen Ausstattungen sogenannte Safari-Fenster beim Ineos Grenadier. Mhm. Und die gehen hier eben noch auf. Ja, das ist dann der Vorteil. Genau, genau. Außerdem ist das eine geschlossene Version. Das heißt, wir haben hier Windgeräusche minimiert. Ja, wir haben extra noch eine Gummilippe unten dran. Das heißt, die Luft strömt nicht unten durch, sondern nur oben drüber. Ja, und wir haben auch eine geschlossene Fläche oben. Das heißt, es ist sehr, sehr leise. Ist das da die Hauptbefestigung an den innen, an diesen? Nein, die Befestigung ist hier, an der Schiene hier außen. Okay, an der Regenrinne. Genau, an der Regenrinne wird hier über die Befestigungen hier angebracht. Dann haben wir hier noch einen Scheinwerferbügel im Programm. Mhm. Jetzt hier mit diesen Rundscheinwerfern vorne. Das sind 6 Stück, auch von der Firma Stranz. Ja. Und es gäbe noch eine andere Version, eine flachere Version mit einer doppelten LED-Leitbar. Ja, so wie so ein Bar halt dann. Genau. Ja. Dann, wenn wir hier vorne stehen, sieht man hier unsere Windenstoßstange noch. Ja. Die wird im Mittelteil hier praktisch integriert in die Serienstange. Mhm. Das heißt, links und rechts sind das Serienteil und wird hier in die Mitte integriert. Und hier haben wir vorhin bei dem Outdoor Swatz gehabt, habt ihr eine Kooperation gemacht. Genau, genau, gesehen, genau. Ne? Da haben wir eine Kooperation. Hergestellt werden die Teile bei uns im Haus, also entwickelt und hergestellt. Und wir vertreiben die auch. Ja. Das heißt, es wird made in Baden-Württemberg, ja, bei uns im Haus. Vorteil von der Variante ist,
Man hat jetzt hier freien Zugang zur Winde. Das Kennzeichen wandert hier an den Bügel und muss sich nicht irgendwo ablegen, ja, sondern ich habe freien Zugang zur Winde, zum Seil und kann auch kontrollieren, rollt sich es richtig auf oder nicht. Und es ist halt auch ein bisschen zum Schutz mit dem Stahlbügel. Ja. Genau, richtig. Ja. Es bietet einen zusätzlichen Schutz hier vorne. Und wie gesagt, ich habe freien Zugang zur Winde. Funktioniert auch mit der originalen Winde von Ineos. Mhm. Das können wir dann nach vorne bauen und in Verbindung mit unserer Windenstoßstange dann anpassen. Die Winde von unten drin rausbaut, genau, wandert hier nach vorne. Das heißt, Okay. Wenn ich jetzt ab Werk die Winde von Ineos geordert habe, kann ich trotzdem unsere Windenstoßstange verwenden. Ah, das ist interessant. Ja. Okay. Wo liegt denn da der Umbau dann circa preislich, wenn man die Winde dann vom Werk mit dabei hat? Ja, kann ich Ihnen nachher sagen. Wir haben aktuelle Preislisten, das ist noch ganz frisch für uns das Thema. Okay, ja. Wir feiern jetzt praktisch auf der Messe Premiere, aber kann ich Ihnen gerne mal was zukommen lassen. Genau. Dann haben wir hier noch unser Fahrwerk verbaut. Das haben wir, oder KW Suspensions, ja, und Reiger baut dieses Fahrwerk exklusiv für uns. Mhm. Ja, und wir erreichen hier eine Höherlegung von 4 cm. Vierfach einstellbar. High-Speed, Low-Speed und Zug- und Druckstufe ist einstellbar. Okay. Und in Verbindung mit den Reifen schaffen wir nochmal eine gewisse Höherlegung dann. Wir haben hier Hutchinson Bedlock-Felgen. Mhm. Das sind Original-Felgen. Die werden auch exklusiv für uns hergestellt mit dem Design. Was man hier an der Seite auch noch sieht, ist unser Offroad-Trittbrett. Das ist eine Kombination aus Rockslider und Trittbrett. Das heißt, es bietet Schutz vom Rahmen. Ich kann aber auch draufstehen. Und wir haben hier zusätzliche Aufnahmen für den Hijack. Also ich kann hier direkt den Wagenheber ansetzen. Okay, ja, das ist auch wichtig. Auch interessant ist das Fahrzeug nicht hier. Ja, ja, die Portalachsen. Da haben wir die Portalachsen verbaut. Genau. Das ist interessant, ja. Und da haben wir mit den Portalen eine Höherlegung von 15 cm allein durch die Achse. Und dann in Verbindung mit den Reifen sind es um die 20 cm höher. Wahnsinn. Ja. Ja, das ist schon eine Ansage. Ja. Genau, was hier auch noch interessant ist an dem Fahrzeug, wenn man die serienmäßige Winde hat, kann man unsere Klappe hier noch bestellen. Das heißt, man klappt hier einfach auf und hat dann direkt auch den Zugang zur Winde. Ach, das sieht man. Das Kennzeichen ist hier oben befestigt, ja. Und klappt mit hoch. Und da hat der Kollege von Watzke auch was erzählt, ja, aber jetzt sieht man es ja, okay? Das genau. Ist interessant, ja. Ist das jetzt Aluminium oder Stahl? Das ist Stahl, ja. Was in Zukunft auch möglich sein wird, wir werden die Portale so anpassen, dass wir mit der Serien 18 Zoll Felge, dass wir die weiter verwenden können. Das heißt, wir brauchen keine Hutchinson Bedlock Felgen, sondern können die Serienfelge weiter verwenden. Aber wie gesagt, das mit den Fahrsysteme, mit den Offroad-Systemen, das ist alles kompatibel? Genau, ist alles kompatibel. Wir bauen in die G-Klasse ja schon länger Portale ein und das funktioniert sehr gut. Dann haben wir hier noch Verbreiterungen am Fahrzeug verbaut, um eben das Profil abdecken zu können nachher. Ja, wegen dem TÜV oder das Reifen, genau, überstehen. Genau, richtig. Ja. Hier auch das Offroad-Trittbrett noch verbaut. Aber gut, die Portale, die werden jetzt nicht so unbedingt günstig sein, oder, der Umbau. Ja, da sind wir noch nicht ganz final in der Kalkulation. Okay. Wie gesagt, mit Verwendung der Originalfelge wären wir so vielleicht bei 40.000 Euro liegen. Okay. Aber es ist noch nicht final. Genau, auch hier. Portale haben ja einen Preis. Oder? Ja, genau. Und auch hier das Fahrwerk verbaut, auch wieder vierfach einstellbar. Mhm. Unsere Homepage wird aktuell überarbeitet und sagen wir mal in den nächsten 4 Wochen wird die online gehen und dann auch mit der aktuellen Preisliste für die oder das Prospekt für die Teile dann online. Und dann ist auch alles verfügbar, so in circa 4 Wochen. Genau. Ja. Okay. Richtig. Danke für die Infos. Ja, gerne. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie sie dann in der freien Wildbahn ausschauen. Ne? gerne, genau. Die Firma Letech wird vielleicht auch noch weiteres Zubehör entwickeln. Da müssen wir mal gucken, was uns da noch alles einfällt in der Zukunft. Ja. Stimmt noch einiges. Denke auch.